Hi zu den RTL 2 News an diesem Dienstag. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das haben wir heute für euch. Was muss das für ein Moment gewesen sein? Heute standen die Eltern des getöteten 6-jährigen Joel aus Pragsdorf dem mutmaßlichen Täter gegenüber. Ein selbst erst 14-Jähriger, der ihren Sohn vor einem halben Jahr erstochen haben soll. Ein Fall, der damals ganz Deutschland erschüttert hat. Rechtsextremismus ist ein großes Problem in Deutschland und es ja, und auch diese Entwicklung schadet der Demokratie. Hass und Fake News in den sozialen Medien haben stark zugenommen. Das zeigt jetzt eine neue Studie. Jeder zweite Deutsche wurde demnach schon mal im Netz beleidigt. Viele trauen sich deshalb auch einfach nicht mehr, ihre Meinung frei zu äußern. Und weitere wichtige News des Tages hat Sarah Heinen im Überblick. Und jetzt noch Bilder, da wird einem schon irgendwie mulmig. Aber schaut mal, wie faszinierend, ob Paragliding durch die amerikanische Wüste oder mit Skiern auf unberührten Abfahrten. Das Mountain Film Festival, das zeigt wieder wahnsinnige Dokus über waghalsige Extremsportler. Boah, Wahnsinn, da kriegt man echt Gänsehaut. Anders als beim Wetter gerade, da geht's nämlich mild weiter. Die Aussichten und wir sagen damit Tschüss, bis morgen.